Willkommen zu den Habo News. Ich bin Theresa Trash. Heute gibt es eine Sondersendung zum Thema Plastik. Plastik ist ein sehr großes Problem in unserer Gesellschaft. Zuerst kommt eine kleine Reportage von Renate Rubisch zum Thema Müll in der Stadt im idyllischen Burggraben Nürnbergs. Ich bin heute im Burggraben Nürnberg und wie man sieht, investiert die Stadt Nürnberg sehr viel Geld und Zeit und Aufwand da drinnen, dem Plastikmüll ein Ende zu bereiten. Entschuldigen Sie mal, wissen Sie die Folgen vom Plastikmüll, den Sie hier liegen lassen? Nein. Da sterben sehr viele Vögel darin und wenn es in die Kanalisation gelangt, dann gelangt es auch in die Meere, das fressen dann die Tiere und es lagert sich in deren Mägen ab. So können sie nicht mehr viel essen und es gibt natürlich auch weitaus andere Gründe. Ja, okay, dann räume ich den Müll halt jetzt wieder auf. Und wie Sie sehen, meine lieben Damen und Herren, war das ein totaler Erfolg. Super. Als nächstes schalten wir live zu Bärbel Schmid. Sie ist auf einer Anti-Plastik-Demonstration. Mehr Umweltschutz, kein Plastikschmutz. Mehr Umweltschutz, kein Plastikschmutz. Also ich befinde mich gerade in der Innenstadt von Nürnberg und hinter mir haben sich über 800.000 Leute versammelt, um gegen die Plastikverschmutzung zu demonstrieren. Zwei Leute habe ich gefunden, die für ein Interview bereit wären. Kein Plastik. Warum nehmen Sie heute an dieser Demonstration teil? Ich bin hier, um den ganzen Leuten klarzumachen, dass wir Plastik erst seit 50 Jahren kennen und dafür die Welt schon ganz schön verschmutzt ist. Wir kennen ja die bleibenden Schäden dafür nicht und das ist schon ziemlich krass, was man dann trotzdem alles in die Umwelt schmeißt. Ich bin definitiv gegen Plastik und ich finde, es sollten auch mehr auf die Straße gehen. Schön, dass Sie sich dafür einsetzen. Was sind Ihre Beweggründe, an dieser Demonstration teilzunehmen? Die Leute sollen endlich mal erfahren, was wirklich abgeht. Ein Beispiel für den Weg des Plastiks. Jedes Mal, wenn man eine Fließjacke wäscht, gehen über 150 Mikroteilchen ins Abwasser. In der Kläranlage können diese jedoch nicht rausgefiltert werden und gelangen dann über Flüsse ins Meer. Wenn die Fische diese gefährlichen Stoffe zu sich nehmen, sterben sie oder... Wenn wir die Fische essen, nehmen wir diese schädlichen Teilchen auch zu uns. Das muss sich ändern. Und damit zurück ins Studio. Das war's mit unserer Sondersendung zum Thema Plastik. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und jetzt geht's weiter mit dem Wetter. Leider gibt es heute schlechte Nachrichten. Es wird regnen.